gängige Lehrmeinung ist aktuell schon so, dass es mutmaßlich vor einem schweren Verlauf für eine gewisse Zeit schützt, aber dass eben das Problem ist, dass der Impfschutz, also besonders auch davor, symptomatisch zu erkranken, also sprich, dass ich wirklich auch Krankheitszeichen habe, dieser Schutz ist relativ kurz, also bereits nach wenigen Monaten können eben auch vollständig Geimpfte mit Krankheitssymptomen erkranken. Sehen Sie das auch so? Weil ich habe vor kurzem im Mitteldeutschen Rundfunk eine Meldung gelesen, dass Anfang März auf den deutschen Intensivstationen mittlerweile ca. 40% mit einer Boosterimpfung gelegen haben. Also da ist ja die Zentralaussage, dass man vor einem schweren Verlauf geschützt sei durch so eine Impfung, ob zwei oder dreimal, dann das erschließt sich mir dann nicht, weil ich lande ja nicht auf einer Intensivstation, wenn es ein leichter Verlauf ist, oder sehe ich das falsch? Nein, also man ist ja in die ganze Impfkampagne mit sehr hohen Ansprüchen gestartet. Man hatte ursprünglich ja sogar eine sogenannte sterile Immunität. Was Beabsichtigt, bedeutet sterile das? Immunität heißt, wir können das Virus ausrotten. Ja, also diese sogenannte Gibt es das eigentlich in der Geschichte der Null-Zero-Null-Covid. Medizin, dass man Ja, Krankheitserreger ausgerottet hat? ausgerottet, aber zumindest so, dass sie nicht mehr endemisch auftreten, die Pocken zum Beispiel. Ja, aber das war das Ziel. Ja, von dem hat man sich sehr schnell verabschiedet. Dann war ein weiteres Ziel der komplette Fremdschutz und der komplette Selbstschutz. Damit wird ja auch die Impfkampagne ganz wesentlich, gerade auch gegenüber dem medizinischen Personal, begründet, dass wir eine Verantwortung unseren Patienten gegenüber tragen. Deswegen müssen wir uns impfen lassen. Und davon hat man sich auch inzwischen auch offiziell verabschiedet. Das Robert-Koch-Institut hat den Fremdschutz aus seiner Deklaration rausgenommen. Ja, und der Selbstschutz, da hält man zwar diese Vorstellung, dass es vor schweren Verläufen schützt, weiter aufrecht. Beweisen kann man es aber nicht. Ja, es gibt also tatsächlich Hinweise, dass tatsächlich das Immunsystem eben anders geschaltet ist. Und dass das Immunsystem praktisch dann unter Umständen anders und unter Umständen auch heftiger auf alle Infektionen, auf auch alle Autoimmunerkrankungen und eben vor allen Dingen eben auf eine Corona-Infektion reagiert. Auch hier gibt es Fehlen, wie du das gerade gesagt hast, fehlen die systematischen Untersuchungen.